Unsere E-Profis Harry und Gary zeigen uns heute Elektroautos in der Werkstatt. Worauf kommt es an? Wie steigt man bei den Servicekosten aus und muss man bei einem Batteriedefekt gleich die gesamte Batterie tauschen? Diese und weitere Fragen klären wir auf. Jetzt! Harry und Gary sind heute in Straßwalchen zu Gast. Hier treffen Sie Arnold Brumbauer. Arnold ist Betriebsleiter. Dankeschön. Bitte schön. So, Arnold, ja, im Herzstück des Betriebes. Jawohl. Ihr seid ja ein Betrieb, der schon vor vielen Jahren begonnen hat, nicht nur Verbrenner weltweit zu bedienen, sondern ja auf die ganze Elektromobilität umzusteigen. Genau. Ich habe gesehen, ihr habt eine super klasse PV-Anlage, die man von unten gar nicht sieht. Wir haben die Wende eigentlich mit dem E-Golf schon gestartet und haben dann eben auch im Zuge dessen Ladestationen braucht und dann die PV-Anlage eben am ganzen Komplex montiert. Und somit haben wir auch die Möglichkeit, den Hypercharger zu bedienen und ein bisschen an Strom noch für die Salzburg AG zurückzugewinnen. Unser Thema heute ist aber ganz anders. Wir wollen ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen machen. Wir haben ja über E-Autos schon sehr viele Dinge besprochen und auch hergezeigt. Und heute wollen wir mal ein bisschen schauen, so die Verbrennerwelt im Vergleich zum E-Auto aus Sicht der Werkstätte, das heißt aus Sicht vom Service, und dann mal ein bisschen einen Vergleich machen, was wird denn beim Service von einem Verbrenner gemacht und was wird beim Service vom E-Auto gemacht. Ich würde mal sagen, es wird ungefähr ein Drittel, je nach Modellabhängigkeit, ein Drittel an Servicekosten einzusparen sein für den Kunden. Und das sind einfach Punkte, was ich beim E-Auto natürlich nicht habe, ist ein Verbrennermotor, wo ich das Öl abgelassen werden muss, wo ich den Ölfilter tauschen muss, wo ich unter Umständen ein Getriebeöl tauschen muss und so weiter. Also die Komponenten entfallen. Die Prüfpunkte allgemein bleiben natürlich nach wie vor. Das heißt, ich habe ein Fahrwerk, ich habe Fahrwerksteile, ich habe Bremsteile, diverse Verschleiß an der Bremsflüssigkeit zum Beispiel. Das sind alles Punkte, die man mit einer Wartungstabelle genau erfassen und aufnehmen und abarbeiten. Aber prinzipiell spart man sich natürlich beim E-Auto ein bisschen Geld beim Service. Neben dem Service gibt es bei einem Elektroauto aber auch noch jede Menge anderer Teile, die gemacht werden können. Die größte Sorge für viele ist dabei die Batterie. Jetzt ist ja eine der großen Ängste von E-Fahrerinteressenten, was ist denn, wenn die Batterie kaputt ist? Und das ist die Frage, was heißt eigentlich kaputt und was kann denn eigentlich passieren mit so einer Batterie? Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, die Batterie zu öffnen, eben als Hochvoltstützpunkt. Man muss auch nicht die ganze Batterie tauschen. Es gibt eben Zellmodule, die da verbaut sind. Das sind, wie wir hinter uns sehen, 12 Module. Und in den meisten Fällen ist halt dann ein Modul unter Umständen nicht mehr mit der vollen Lademöglichkeit vorhanden. Und dahingehend wird dann ein Modultausch durchgeführt. Das heißt, wenn so eine Batterie raus muss, dann habt ihr da zwei starke Mechaniker, die da unten rausheben, oder wie geht das? Da haben wir die stärksten Mechaniker herangenommen und die beste Ausbildung auch natürlich investiert. Wir haben da einen Hubtisch, einen sogenannten Hubtisch, der eben hydraulisch und elektrisch angesteuert wird. Die Batterie hat ungefähr 700 Kilo, wenn man es runternimmt, und dann wird es eben mit dem Hubkran nach unten gefahren und geöffnet. Genau. Und die einzelnen Module sind dann nicht mehr ganz so schwer, da braucht man nicht mehr die stärksten, da reichen dann die zweitstärksten. Man sieht, wenn man das jetzt so im Großen und Ganzen anschaut, dass das ziemlich massiv gebaut ist, weil das ja in Bezug auf Crash-Problematik und Crash-Normen natürlich sehr hohe Anforderungen erfüllen muss, und das ist ja auch der Grund, warum das Ding so schwer ist. Obwohl der Batterieschutz so massiv ausgeführt ist, kriegt man ihn mit etwas Anstrengung trotzdem kaputt. Das zeigt unseren E-Profis jetzt Hochvolt-Experte Stefan. Stefan, das ist also jetzt ein kaputter Rahmen, Batterie-Modulrahmen. Was ist denn da also passiert? Genau, das ist eben die Unterschale, wie man sagt, ohne die Module. Und da haben wir eine Kantschaft gehabt, die ist irgendwo drüber gerampelt. Durch das ist die Unterseite verbogen und das können wir uns jetzt gerne miteinander anschauen, wenn wir so einmal ramdam dran. Das heißt, also vier starke Bauernsöhne helfen genau da jetzt zusammen. So. Meinst du das ernst, oder? Wir kippen es zu dir. Okay, ich hab's. Stefan, jetzt zeigst du uns da mal, was da war. Genau, da sieht man es eben schön. Also mit den Pfeilen ein bisschen markiert. Da ist es eindruckt. Es war sogar die Unterschalen allein, gab es auch zum Tauschen. Nur leider ist die Verformung so stark, wie man es da sieht. Da haben schon die Kühlkanäle, die natürlich auch ein wenig eindruckt sind. Und somit muss man die ganze Unterschalen tauschen.
Fast alle Batteriemodule können aber weiterverwendet werden. Bis auf eine sind alle unbeschädigt. Strommännlein interessiert mich natürlich, wie schaut denn das da drinnen aus und wie bringen wir den Strom überhaupt also da rein, beziehungsweise wie kommt er dann auch wieder raus? Ja, also einen Strom bringen wir da in die Batterie rein. So zum Beispiel sieht man unseren Ladeanschluss. Okay. Geht über den Ladeanschluss in da einen Anschlussträger, ja. Ein Stick rein, geht über die Ladeschütze noch in die Batterie. Okay. Und rausbringen ist wieder eigentlich genau umgekehrt. Es geht wieder raus, geht über die Schütze, geht zu unserem Anschluss für den Motor, den haben wir da. Ja. Und geht noch weiter zum Motor und treibt somit die Rallen an. Was können wir denn also über das Innenleben von so einem Modul? Was können wir denn da also jetzt erzählen? Da sind einmal drei parallel geschalten und eben 8 in Serie. Und somit bringen wir da im Endeffekt mit den 3,7 Volt Spannung, was wir bei der Lithiumzelle haben, ungefähr 30 Volt raus. Okay, das war jetzt sehr technisch. Parallelschaltung, Serienschaltung, ach, wie war das nochmal schnell? Harry, das kannst du uns doch sicher ganz einfach erklären, oder? Das zeige ich euch an 4 kleinen Akkus, wie das funktioniert. Als erstes nehmen wir eine einzelne Zelle. Wir haben das entsprechende Messgerät. Es liegt eine Spannung von 1,3 Volt liegt an. 1,36. Wenn ich jetzt zwei Zellen hintereinander gebe, dann müsste eines passieren, dass sich also die Spannung verdoppelt. Schauen wir mal, ob das stimmt. Wir haben ungefähr 2,7 Volt. Das stimmt. Also laut Typenblatt bzw. was hier aufgedruckt ist, ist die Kapazität, die in dieser kleinen Zelle drinnen ist, 2,5 Ampere oder 2500 mA. Wenn wir jetzt Folgendes machen, dass wir die Zellen nebeneinander legen und wir würden hier die Verbindung machen und er auch, dann ist die Spannung mit diesen ungefähr 1,35 Volt nach wie vor da, aber wir können die Kapazität von 2500 mA in dem Fall mal 4 rechnen und kommen hier also auf insgesamt 10 Ampere. Und genau das gleiche Prinzip spielt sich jetzt in einem Modul, wie wir es heute gesehen haben, ab. Nur sind Batteriemodule in Elektroautos doch etwas größer. Deshalb brauchen sie auch etwas mehr Strom, um ordentlich laden zu können. Stefan, wir haben jetzt den Typ-2-Stecker. Genau. Und da sehe ich also jetzt also 5 Kontakte und einen 6. und einen 7. Und wenn wir also jetzt also hier die Kraftstromsteckdose anschauen, haben wir 5. Wenn wir die jetzt so nebeneinander hinhalten, dann ist es so, dass also diese 5 finden Sie praktisch in diesen 5 wieder. Genau. Oder? Und warum haben wir einen 6. und einen 7.? Also da haben wir praktisch noch unsere Überwachungsleitungen dabei. Eben, dass wir vom Fahrzeug auch mit dem Ladegerät kommunizieren können. Und dass die Ladestation also dann auch sagt, ich rede mit dem Auto und das Auto sagt, ich brauche so viel also an Energie, dann tut die Ladestation das regeln und schickt es dann also entsprechend also über die Pins weiter. Genau so funktioniert das. Okay. Damit es bei der Kommunikation und dem Laden keine Probleme gibt, sollte man das richtige Ladekabel zur Hand haben. Also ein Tipp zum Thema Ladekabel. Wir haben da das Typ-2-Ladekabel, das ja in jedem Auto in Wirklichkeit dabei ist. Worauf man achten sollte, ist, wie dieses Typ-2-Ladekabel abgesichert ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten, 16 Ampere oder 32 Ampere. Daraus resultierend käme die Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW heraus. Das ist in Wirklichkeit aber eigentlich gar nicht das große Thema. Das Thema ist, dass manche Ladestationen oder manche Wallboxen ein 32 Ampere Kabel brauchen und wenn sie das dann eingesteckt nicht finden, dann funktioniert es einfach nicht. Das heißt, dann geht die Wallbox her und sagt, dieses Kabel ist zu wenig abgesichert und dann fließt kein Strom, was natürlich nicht gut war. Wir sind heute also wieder einiges schlauer geworden. Jetzt darf Stefan aber die Batterie im neuen Gehäuse und mit dem neuen Modul wieder ins Auto heben, denn mittlerweile ist er fertig geworden. Unsere E-Profis machen sich auf den Heimweg, doch Harry will vorher noch kurz ein paar Kilometer weiter im benachbarten Oberösterreich etwas ausprobieren. Denn die Ladekarte der Salzburger AG kann seit kurzem einiges mehr. Bevor es also jetzt zur Landesgrenze Salzburg geht, möchte probieren, ob die Ladekarte der Salzburger AG also auch bei einer Partnertankstelle der Energie AG funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, wir haben also das Typ-2-Ladekabel also im ID.Bus gefunden. Vom Gary haben wir gelernt, immer zuerst an der Ladesäule anstecken. So, die Ladekarte. Es wird geprüft. Okay. Der grüne Balken spricht dafür.
anstecken, weil er so akzeptiert. Kilowattstunden haben wir getankt. Wir sehen, es funktioniert. Die Ladekarte auch bei den benachbarten Energieversorgern ab sofort.